Hallo und herzlich willkommen zurück zu Raw, zur ersten Raw-Ausgabe nach Capital Punishment. Und es geht direkt wieder Vollgas Richtung SummerSlam. Und heute beginnt die erste Runde des Turniers, das Achtelfinale. Ich hab's ja gesagt, dieses Turnier wird stattfinden, zwar ab und zu mal mit einer kleinen Änderung, wie zum Beispiel in Match Nummer 1, Brodus Clay, der sollte ja eigentlich auf Daniel Bryan treffen. Die Idee ist halt, dass ich das mit dem Turnier schon die Idee vor dem Capital Punishment Pay-Per-View hatte. Und da hat ja, wie gesagt, Daniel Bryan den Titel... Moment mal. Oh, Fehlaufnahme geht schon los. Es ist natürlich das Match Brodus Clay gegen Daniel Bryan. Er hat ja gar nicht mehr den Titel. Ach Mann, das hatte ich komplett verdrängt. Ja, sorry an der Stelle. Also es bleibt also doch ohne Änderungen. Ja, gut, kleiner Fail zum Anfang. Können wir also quasi jetzt richtig durchstarten. Heute werden bei Raw alle vier Achtelfinal-Matches auf der Raw-Seite bestritten. Match Nummer 1, Brodus Clay gegen Daniel Bryan. Wer kann in die nächste Runde einziehen? Daniel Bryan. Ja, gut, dass wir ihn hinzugefügt haben. So, jetzt muss ich ja währenddessen mal die Turniergrafik öffnen, damit ich weiß, was das jetzt gerade zu bedeuten hatte. Also, Daniel Bryan gewinnt. Das bedeutet, er trifft ja auf den Sieger von Edge gegen Dolph Ziggler. So, um die Turniergrafik zu verfolgen. Die werde ich ja am Anfang des Videos auch wieder einblenden. Deswegen gucken wir uns jetzt erst das andere Match an. Und zwar RVD gegen R-Truth. Rob Van Dam jetzt auch mal wieder mit dem Match gegen R-Truth. Und es gewinnt R-Truth. Oh Mann, ich hatte mit einem Sieg von RVD gerechnet. Okay, das wissen wir also auch schon mal. R-Truth ist auch schon mal weiter. Damit wissen wir, dass R-Truth entweder auf Alberto Del Rio oder auf CM Punk trifft, also unser Main Event. So, und dann werden wir jetzt die erste Viertelfinalpartie schon bekannt geben gleich. Aber erstmal, die Tag Team Champions, die neuen, die Mexican Tornadoes, Rey Mysterio und Sin Cara treffen auf den Shield, Dean Ambrose und Seth Rollins. Und die Champions gewinnen. Sin Cara holt den Sieg. Match Nummer 4. Dolph Ziggler gegen Edge. Der Gegner von Daniel Bryan wird sein Dolph Ziggler. Oh Mann. Der schaltet also Edge aus und damit haben wir im Viertelfinale die Paarung, die ich mir fast erwünscht habe. Daniel Bryan trifft auf Dolph Ziggler. Oh Mann. Okay. Wissen wir das auch schon mal. Und dann kommen wir jetzt zu unserem Main Event. Alberto Del Rio gegen CM Punk. Ja, Punk hat den Titel verloren. Del Rio greift nicht so wirklich ins Titelgeschehen ein. Deswegen habe ich mir gedacht, die beiden. Match-Erlebnis normal, Einzug ein, geht klar. Damit ist das in dieser Raw-Ausgabe unser Main Event und unser letztes Viertelfinale bei Raw. Natürlich kommen noch vier Viertelfinal-Matches bei SmackDown. Völlig klar. Und es läuft die ganze Zeit darauf hinaus, dass der Sieger, einer von euch wird sein, ein Titelmatch bekommt. Der Sieger dieses Turniers, der das Finale gewinnt, bekommt das Titelmatch und darf sich dann auch so gegen wen und auch wann er will, also in welcher Show. Es kann auch eine Wochenshow sein, wie gesagt. Und das Match werden wir übrigens dann auch live sehen. Also, was weiß ich, es gehen wir davon aus, Dolph Ziggler gewinnt und er will gegen World Heavyweight Champion Titel antreten bei SmackDown. Ja, dann werden wir das Match gegen Mark Henry bei SmackDown sehen. So, dann bin ich jetzt aber gespannt, wer gegen Daniel Bryan ran muss im Halb... Ach Quatsch, nicht gegen Daniel Bryan. Wer gegen R-Truth ran muss im Halbfinale? Ja, im Viertelfinale. Jetzt geht aber alles durcheinander. Ziemlich interessant. Es könnte natürlich ein Duell werden. R-Truth gegen Del Rio oder R-Truth gegen CM Punk. Aber wie gesagt, beides möglich. Alberto Del Rio und CM Punk wahrscheinlich in etwa auf Augenhöhe. In etwa. Und da muss ich jetzt noch was zu sagen. Nach dem SummerSlam wird es eine kleine Roster-Veränderung geben. Also vor dem SummerSlam eigentlich schon. Und zwar werden so einige Leute zu SmackDown gehen und so einige Leute zu Raw. Unter anderem Jack Swagger, Dolph Ziggler, die werden zu SmackDown hier gehen, da wo sie auch hingehören. Andererseits wird ein Mann namens... Wen hatte ich da? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall, wie gesagt, es wird sich ein bisschen verteilen. Ihr habt da zu Recht gesagt, ja, ist ein bisschen ungleichmäßig verteilt. Das habt ihr zumindest mal gesagt. Ich habe nicht nachgezählt. Und deswegen lasse ich die ein bisschen wechseln. Dann ist es nämlich ein Verhältnis von 22 zu 21. Dann hat SmackDown einen Superstar mehr. Ja, und CM Punk. Ja, ungewohnter Anblick. Um seine Hüften kein Gold. War ja die ersten Wochen nur, also bis heute war es ja nur bei WWE Universe Modus mit CM Punk als WWE Champion. Und jetzt steht da nichts mehr.
Aber ich glaube, der ist wild entschlossen, sich hier diesen Platz im Turnier zu holen. Jetzt könnt ihr nämlich euch richtig battlen im Turnier. Könnt ihr jetzt schon mal so Prognosen machen, ah, wenn ich gewinne, gegen wen komme ich denn dann in der nächsten Runde? Ich kann ja jetzt mal eben gucken, wer hier gerade jetzt gegeneinander im Ring steht, während das Match jetzt einfach mal startet. Ich spiele natürlich wieder keinen, das ist ja klar. So, gucken wir doch mal eben. Gehen wir auf den Kanal. Neues Video heute ist ja wieder eingeschlagen wie eine Bombe, das World Championship Match. Das Last Man Standing Match. So, jetzt muss ich eben die Lautstärke ausmachen, damit ihr das nicht hört. Ne. CM Alberto Del Rio, WWW Rasta Marken gegen Philipp Wobito. Okay. Ja, gut. Die beiden stehen hier gerade quasi sich gegenüber. Und es wird für mich interessant sein. Mein Favorit ist CM Punk in diesem Match. Einfach, weil Punk, glaube ich, meiner Meinung nach sich zurückkämpfen will in den Main Event, in den WWE Championship Krieg, um den es da geht, um den Titel. Also Ryback, der wird auf jeden Fall jetzt ein paar Konkurrenten kriegen. Konkurrenten, nicht Konkurrenten. Und es ist wirklich so, wie es sich anhört. So geil. Also ihr könnt wirklich, wann ihr wollt, einlösen. Je nachdem, wenn da einer von euch eine geile Idee hat, wann er einlösen will, dann von mir aus, schreibt es in die Kommentare. Ihr sollt es euch ja eh aussuchen. Es ist allerdings kein Money in the Bank Koffer. Das heißt nicht, ihr könnt nach einem Match kommen und dann einfordern. Also es geht wirklich nur offizielles Match von Anfang an einer Wochenshow oder Pay-Per-View, wann ihr wollt. Man kann das Titelmatch aber allerdings nur, das muss ich jetzt sagen, bis zum Pay-Per-View nach SummerSlam. Also bevor der nächste Pay-Per-View kommt, nach SummerSlam hat man noch Zeit. Die 4 Wochen quasi. Man hat einen Monat Zeit, es einzulösen, zu schreiben, wann man will. Also quasi habt ihr Zeit, ihr könnt es am... Also das Main-Event, das Finale, ist ja von diesem Turnier, jetzt bevor ich mir was Falsches erlaube, ist ja in der letzten Woche, wie heißt es, von Raw. Ich habe überlegt, das bei Raw zu machen, das Finale. Da wird das Finale kommen. Und das bedeutet nichts anderes, als, dass ihr an dem Freitag schon euer Titelmatch haben könnt. Dann kommt natürlich erstmal die 6 Matches SummerSlam. Da gibt es eine Pre-Show, also wer da sein Titel-Match kriegen will, der kann es auch da haben. Also da habt ihr schon mal 8 Möglichkeiten, SmackDown, Pre-Show und 6-mal Pay-Per-View. Und dann habt ihr noch mit SmackDown und Raw und dann 4 Wochen lang, also nochmal 8, also habt ihr 16 Tage, wo ihr die Wahl habt, wann ihr euren Titel einlösen, also eure Chance einlösen wollt. Und wie gesagt, gegen den Champion eurer Wahl. So, jetzt Del Rio. Was hat... Was? Cross-Armbreaker jetzt schon? Gegen CM Punk. Aber Punk opt raus. Oh Mann, das ging aber schnell. Der Cross-Armbreaker, so schnell. Aber den kann Alberto Del Rio auch auf fast jeder Position zeigen. Jetzt Punk wieder. Der muss den GTS zeigen. Boah, schöner Hurricane Runner von CM Punk. Del Rio war ja noch nicht so wirklich im Titelrennen beteiligt bei uns. Wird vielleicht auch noch kommen. Ah, Rollover DDT von Punk. Also die Turnierspannung ist ja jetzt die erste Runde. Aber natürlich, man kann sich keine Niederlage erlauben. Es ist das K.O.-System, völlig klar. Ich habe die Turniergrafik immer mal nebenbei geöffnet, damit ich immer was dazu sagen kann. Ah, Punk jetzt. Wo ist ein Seil? Moonshot, aber Del Rio zieht die Beine an. Cleverere Aktion von Del Rio. Natürlich, auch ein Match von Rob Van Dam gegen CM Punk wäre auch interessant gewesen, aber Rob Van Dam hat halt nun mal verloren. Ich hatte damit gerechnet, dass Rob Van Dam in die nächste Runde einzieht, aber so kann es gehen. Bei SmackDown, hier kleine Vorschau, werdet ihr dann die das Turnierdiagramm noch nicht gesehen haben, ich werde es natürlich nochmal einblenden. Werden wir die Matches sehen, JBL gegen Antonio Cesaro, Yoshitatsu gegen Ted DiBiase, Sheamus gegen Lord Tensai und The Miz gegen Raid Barrett. Sehr nette Matches, wie ich finde. Der Intercontinental Champion nimmt also auch teil. Antonio Cesaro. So, der Referee zählt die beiden jetzt an. 5, aber jetzt laufen sie auch zurück. Der Kommentatorentisch ist abgedeckt, aber den lassen sie dann doch erstmal in Ruhe. Schön. Schöner Dropkick von CM Punk. Also ich glaube wirklich, dass Punk unbedingt seinen WWE-Titel zurückhaben will. Cover 1, 2... Umgedreht. 1, 2. Wieder umgedreht. Das geht hin und her. 1, 2. Und ah, da kommt er raus. Bei 2,5 kommt Del Rio raus. Das hätte eine Entscheidung sein können.
Und ich bin irgendwie ganz froh, dass die Wochenshows wieder etwas kürzer werden, weil die halbe Stunde Videos sind echt, finde ich, schwer zu kommentieren, weil irgendwann wiederholt sich halt alles so 6-mal. Und nach dem 3. World Song Slam von Mark Henry wird es dann auch irgendwann nicht mehr wirklich schön zu kommentieren. Diese Wochenshows, die sind geil. Da kommt der Finisher und dann ist vorbei. Typisch Wochenshow halt. Das ist einfach nett zu kommentieren. Komm, Punk. Vielleicht kann er ja auch mal mit Anaconda Weiss gewinnen. Hat er ja schon mal. Aber erstmal Russian Leg Sweep da gerade. Coverversuch. Oh, One. Ah, nur bis 1. Klar. Del Rio noch nicht so geschwächt. Oh, jetzt hängt er in den Seilen. Was macht Punk? Nutzt er das? Ah, Punk wartet. Ja, wartet und jetzt nimmt Del Rio und sich natürlich Punk, aber der kommt doch direkt mit dem Konter. Hat anscheinend darauf gewartet und kommt mit diesem Sidekick gegen den Kopf von Del Rio. Und damit hat er mal Chris Jericho ausgenockt, da erinnere ich mich noch gut dran. Cyber Sunday, sage ich nur. Das kürzeste WWE Championship Match aller Zeiten wahrscheinlich, außer Zack Ryder gegen Sheamus vielleicht. Wer das Match kennt, der weiß, wovon ich rede. So, Del Rio läuft ein bisschen. Muss er jetzt raus? Ja, Punk befördert ihn übers Seil. Ja, und dann liegt Del Rio auch draußen auf dem Hallenboden. Der Kommentatorentisch lächelt die beiden noch quasi wieder an. Die wollen doch schon wieder da durch. Ich sehe das doch. Ja, Punk schickt Del Rio dahin. Legt ihn auf den Tisch. Jetzt soll es auf den Kommentatorentisch gehen. CM Punk setzt an. Tiger Bomb! Tiger Bomb durch den Kommentatorentisch. Da ist CM Punk den von allen guten Geistern verlassen. Del Rio taumelt. Und jetzt will Punk den GTS zeigen. 6. Ah, Del Rio muss gucken, dass er zurückkommt. 7. Sieht ganz gut aus für CM Punk. Ja, da kommt Del Rio zurück. Aber Punk muss doch nur noch den GTS quasi zeigen. Dann sollte das Match doch entschieden sein. Schöner Swinging DDT. Ach, DDT. Swinging Neckbreaker. Del Rio, der fasst sich schon an den Kopf. Überwurf Armbar. Muss Del Rio abklopfen. Der hat schon eingesteckt. Wobei normal ist es vielleicht ganz schön einfach. Aber nee, doch nicht. Oh, harter Konter von Del Rio. Da muss auch Punk erstmal einstecken. Oh, Kick in den Rücken von Del Rio. Jetzt greift er die Arme an. Komm, der fasst sich doch schon an den Kopf. CM Punk muss eigentlich nur noch den GTS zeigen. Dann hätte er meiner Meinung nach das Ding gewonnen. Schöner Kick. Damit genau der Kick hat Chris Jericho ausgenockt. Und das soll es anscheinend hier auch sein. Cover one. Aber nur bis 1. Del Rio ist dann doch noch da. Ja, Chris Jericho war von dem Kick ausgenockt. Und der ist vorher nicht durch den Tisch gegangen. So, jetzt. In die Ringecke. Oh, Step-Up in Soigiri von Alberto Del Rio. Das Shepard, da klatscht der Fuß gegen die Schläfe. Test of Strange, wer ist stärker? Ja, Punk. Ja, was hat er vor? Schickt Del Rio nicht übers Seil. Nein, kommt mit dieser Knieaktion. Cover. One. Ah, nur bis 1. Da muss noch der GTS her, mein Freund. Boah, das war eine Close-Line von Alberto Del Rio. Meine Güte. Wer kann den nächsten Finisher zeigen und so vielleicht die Entscheidung bringen? Der Cross-Armbreaker kann es auch durchaus sein. Allerdings GTS natürlich auch. Test of Strange. Wer setzt sich durch? Wieder Punk. Und jetzt geht's in die Ringecke für Del Rio. Punk kommt, will den Kniestoß zeigen, aber trifft den Referee. Ein Roller. Cover. One. Two. Umgedreht. One. Two. Und wieder der Konter. One. Two. Ah, wieder. Oh Mann. One, two. Und nochmal. One, two. Und wieder. One, two. Und noch einmal. One, two. Ja, sind wir hier im Zirkus. Nochmal. One, two. Und ein weiteres Mal. One, two. Nein, wieder. One, two. Wollen die mich verarschen? One, two? Was? One, two? Oh Mann, was ist denn jetzt los? Sie kontern sich hin und her. Wie können wir hier wieder rauskommen? One, two? Nein! Also, sind wir jetzt hier in Bug verfallen? Der Öffi braucht gar nicht mehr aufstehen. One, two? Ich hoffe nur, dass sie irgendwann ins Seil kommen und dann Rope Break.
Oh Mann, jetzt haben wir hier aber eine dicke Bugaktion. Will mal einer mitzählen, wie oft sie es versuchen? 20 Mal? Free! Alberto Del Rio! Damit hätte ja niemand gerechnet jetzt. Ich dachte, das geht jetzt immer so weiter. Und auf einmal ist es Del Rio. Hat er sich da mit der Hand im Ringseil festgehalten? Das sah doch nach einem Cheap Win aus. Da hat er doch wieder getürkt. Und CM Punk ist echt raus. Und damit heißt es R-Truth gegen Alberto Del Rio. Del Rio ist in der nächsten Turnierrunde. Ja, das ist doch mal was. Und ich wette, da hat Alberto Del Rio gerade am Ende ins Seil gegriffen und so das Cover halten können. Wow. Nach einer krassen Schlusssequenz gewinnt Alberto Del Rio gegen CM Punk. Und der ist raus. Der ist raus. Der hat den WWE-Titel verloren. Jetzt ist er aus dem Turnier ausgeschieden in der ersten Runde. Was ist mit CM Punk los? Wir werden es vielleicht sehen in den nächsten Wochen. Bis dahin. Haut da rein. Hell yeah!